Wonderful 101 gilt als eine der unbekanntesten, aber irgendwie auch besten Perlen der älteren Nintendo-Schleuder namens Wii U. Das Spiel von Platinum Games lässt euch mit einer Superheldenmannschaft Gegner verkloppen und selbstverständlich die Welt retten. Neben der tollen Optik überzeugte vor allem das Gameplay. Mittlerweile verdichten sich die Gerüchte, Platinum Games könnte das Spiel auch auf die Switch bringen. Wie zuletzt bei den Bayonetta für Switch-Gerüchten spielt hier Twitter eine entscheidende Rolle. Platinum Games hat nämlich via Twitter indirekt ein Wonderful 101 für die Switch angedeutet. Oder vielleicht trollen sie auch einfach nur hart. Letzteres würden die Nintendo-Fans aber eher übel aufnehmen und daher erwarten wir durchaus eine baldige Ankündigung. Denkbar wäre, dass Platinum zum Jahresende ihr komplettes Wii U-Lineup erneut veröffentlicht. Dieses Mal halt einfach nur auf der neuen Nintendo Switch. Tomorrow Children war ein sehr ambitioniertes Free-to-Play-Spiel, welches exklusiv für die PlayStation 4 erschien. Die Betonung liegt dabei auf das Wort war. Zwar erschien das Spiel erst im September letzten Jahres, allerdings wird es bereits Ende Oktober wieder eingestellt, also kaum mehr als ein Jahr nach dem Release. Tomorrow Children war quasi ein Sandbox-MMO. Ihr habt Ressourcen gesammelt, irgendwie Sachen gebaut und dann Monster besiegt. Dadurch habt ihr Ruhm und Anerkennung erlangt und konntet damit dann auch irgendwas machen. Die große Besonderheit war vor allem die Präsentation. Diese alleine konnte das Spiel aber leider nicht retten. Warum und wieso ganz genau Tomorrow Children eingestellt wird, ist nicht bekannt, aber ja komm, da muss man kein Experte für sein. Es liegt wohl einfach daran, dass sich das Projekt nicht refinanziert hat, beziehungsweise nicht wirtschaftlich war. Sonys Cloud Gaming Service PlayStation Now erscheint nun doch noch endlich bei uns in Deutschland. Bereits seit Januar 2015 dürfen Kunden in Nordamerika den kostenpflichtigen Zusatzservice nutzen. In Europa bzw. Deutschland musste man nun fast 2 Jahre warten. Eine Veröffentlichung von PlayStation Now ist nun für Ende des Jahres geplant. Dank PlayStation Now könnt ihr alte PS3 oder aktuelle PS4-Spiele via Cloud-Streaming zocken. Die Spiele werden dann nicht runtergeladen, sondern nur, wie schon erwähnt, gestreamt. Dies bedeutet, dass ihr unbedingt eine schnelle und vor allem stabile Internetleitung benötigt. Zwar könnt ihr PlayStation Now auch auf der PS4 nutzen, allerdings ist der Service nicht auf die Konsole beschränkt. Auch von Tablets, dem Smartphone oder manchen Smart-TVs aus kann man zocken. In Amerika kostet der Service knapp 20 US-Dollar pro Monat. Denkbar wäre also bei uns ein Preis von guten 20 Euro. Ihr erhaltet für die 20 Euro Zugriff auf knapp 500 PS3 und PS4-Spiele. Damit ist der Service knapp doppelt so teuer wie der Xbox Game Pass. Der Microsoft Service für die Xbox kostet knapp 10 Euro und bietet mittlerweile gute 150 Spiele, wobei der Katalog auch stetig erweitert wird. Größter Unterschied: beim Xbox Game Pass müssen die Spiele runtergeladen werden, können dann aber auch offline gespielt werden.